Okay, Freunde, ich bin angekommen im nächsten Land, in der nächsten Stadt, in der Hauptstadt von Südkorea, Seoul. Und hier steht einiges an. Das hier wird jetzt mein Lifestyle-Fußball-Vlog, der geplant ist. Heute habe ich schon eine schöne Sache geplant und es geht zu einer großen Aussichtsplattform. Der morgige Tag ist auch schon geplant und dann hoffentlich geht es bald zum Fußballspiel, aber dazu später mehr. Erstmal machen wir so einen kleinen Lifestyle-Part. Ich nehme mit, wir traveln jetzt durch Seoul. Auf geht's! Okay, Freunde, also Metro hat schon mal gut geklappt. Funktioniert nicht immer zu 100% bei mir, aber heute lief alles reibungslos. Bin schon ein bisschen spät dran, denn ich möchte die Aussicht vom Turm noch vorm Sonnenuntergang genießen. Sun ist schon setting, da muss ich ein bisschen Gas geben. Ich weiß euch, die nächsten Tage, da werden noch richtig gute Sachen. Ich habe gestern Nacht kaum geschlafen, weil ich so alles geplant habe. Da kommen wirklich, wirklich coole Sachen. Mit dem Highlight des Fußballspiels. Ist ein ganz besonderes Fußballspiel, aber dazu später mehr. Ja, wir sind schon auf einem kleinen Berg. Der ist, glaube ich, 235 Meter über Null. Und der Tower hat auch nochmal über 200 Meter. So dass wir in Summe sind wir dann, wenn wir auf dem Tower sind, sind wir dann, glaube ich, 550 Meter über Null. Und haben Blick auf ganz Seoul. So, und da geht's hin. Freunde der Sonne, ich bin angekommen am Main Tower. Jetzt muss ich nur noch mein Ticket einlösen. Aber hier sieht es eigentlich schon mal richtig cool aus. Muss ich dir mal zeigen. Schaut mal, was geht denn hier? Direkt am koreanischen Menü Erdinger Weißbier, das kennen wir doch. So, aber jetzt möchte ich ganz, ganz schnell raus. Wir müssen in den Fifth Floor, um das Ticket einzulösen und dann Abfahrt. Kuss, Digga. Aber eins muss ich sagen, Korea-Preise sind verrückt. Manchmal bodenlos teuer, also wirklich ein Burger 10 Euro. Wahnsinn, wie teuer. Aber dann diese Tüte Pommes kostet 3 Euro, was eigentlich voll okay ist. Ich habe auch gestern einen Laden gefunden, das war sowas wie eine Drogerie, Müller-mäßig und die haben ganz viele Produkte für 1 Euro, so 1 Euro Laden. Und da habe ich so viele coole Sachen eingekauft. Wenn du hier die richtigen Spots findest, kannst du relativ günstig leben. Okay, okay, Romantik, Romantik. Keine Ahnung, was hier los ist, aber es ist interessant. Kuckuck, du kleine Schlampe. Okay, Freunde, wir sind angekommen. Endlich, es ist schon stockfinster, aber let's go. Tower. Ich fand es ganz cool. Man musste zwar lange warten. Die Wartezeit hat mich ein bisschen abgefuckt, aber halb so wild. Ich habe ein bisschen Fotos
geklickt, bisschen Videos gemacht. Morgen geht's dann direkt um 8 Uhr in der Früh weiter. Und das wird ein richtiges Highlight. Das ist, glaube ich, so der Standardbesuch hier in Südkorea. Da wollte ich schon immer mal hin. Und ich bin dann so nah dran wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und wahrscheinlich komme ich auch in Zukunft nicht mehr so nah dran. Deshalb will ich es unbedingt machen. Ich freue mich und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Ciao, ciao. So, Freunde, good morning. Ihr kleinen gar keinen Bock jetzt. Ich habe kaum geschlafen. 4 Uhr bin ich ins Bett. Jetzt haben wir kurz nach 7. Ich bin auf dem Weg zum Treffpunkt. Der ist Gott sei Dank hier bei mir direkt vor der Haustür. Was soll ich euch sagen? Was steht heute an? Wir gehen heute shoppen. Wir fahren ins Nachbarland, nach Nordkorea und gehen ein bisschen shoppen. Ich zeige euch das. Ich nehme euch mit. Ich bin ausgestattet mit meiner Kamera, mit meinem Equipment. Langsam kommt meine Motivation. Es ist saukalt. Leck mich am Arsch. Das erinnert mich hier wieder an Deutschland. Unglaublich. Es ist eigentlich ganz cool, hier die Ruhe mitzubekommen. Ich zeige euch mal, was hier so abgeht und dann sehen wir uns an der Grenze. Bis gleich. Ciao, ciao. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Please call get my data. Mr. Kim Jong-il. Mr. Kim Jong-il. Natürlich gehen wir da nicht shoppen in Nordkorea, aber wir fahren zur Grenze und schauen uns das mal an. Ich habe wieder bei Klug habe ich eine Tour gebucht und ja, wir sind jetzt hier schon angekommen. Wir sind hier so am Tourism Center. Der Guide, eine Frau, Erika, sehr, sehr nett, spricht perfektes Englisch. Die lockt uns da jetzt gerade ein, bereitet alles vor und dann gehen wir da rein und die Tour beginnt. Heute wird es extrem voll, weil die Chinesen feiern Neujahr. Aus diesem Anlass reisen die Chinesen sehr viel, um mit ihren Familien zusammenzukommen. Viele kommen auch hier nach Südkorea an die Grenze, um sich mit ihren Vorfahren zu solidarisieren und sie zu unterstützen, so als Zeichen. Wir sind da, heute wird es rappelvoll. Hat sie schon angekündigt, aber sie hat auch eine andere coole Geschichte erzählt, von der wusste ich auch überhaupt nichts, obwohl ich da eigentlich relativ gut informiert bin. Hier gibt es zwei Touren, einmal die JSA und einmal die DMZ, demilitarisierte Zone. Das ist eine Tour, in der kommen wir nicht direkt an die Grenze. Das ist aber die absolut geläufige Tour. JSA ist noch ein Stück spezieller, da kommt man näher ran. Und die ist auch viel, viel teurer, also das ist was Besonderes. Aber bis 2018 war das alles das Gleiche. Da gab es nur die JSA-Tour, das hat sich 2018 geändert. Und dann müsst ihr mal googeln, googelt mal den Namen Travis King. Der hat da ein bisschen Schindluder getrieben, das war ein amerikanischer Soldat. Der ist irgendwie verrückt geworden und er hat, ich glaube, Zivilisten an der Zone geboxt. Dann ist er verhaftet worden, ins Gefängnis gekommen, dann ist er freigekommen. Die Amerikaner haben ihm eine zweite Chance gegeben. Dann ist er dort wieder stationiert worden und dann hat er wieder Scheiße gebaut. Er ist, das müsst ihr mal vorstellen, er ist nach Nordkorea geflohen. What? Der ist irgendwie verrückt geworden, hat irgendein koreanisches Militärfahrzeug gesehen und ist dann nach Nordkorea geflohen. In Nordkorea haben die den nach 2 Monaten rausgeschmissen. Keine Ahnung, was der getrieben hat. Seitdem ist er, glaube ich, in Amerika im Gefängnis. Ja, aber ich will jetzt gar nicht groß labern. Dann sehen wir uns mit Beginn der Tour wieder. Also, bis gleich. Okay. Have you guys all watched a movie called Coco? Yes. This new movie. It's like how that Mexicans celebrate the Day of the Dead. We all Koreans, New Year's and Thanksgiving, we need to do a ceremony for the dead ancestors of the 3-4 generation. Okay? I actually go to the cemetery of the dead ancestors. I just went yesterday. In front of the cemetery, there is a big table. Over there, we put about 14 to 20 different food because no. So the first day we cook together to prepare the food for the dead ancestors. Thousands of teenage girls who became slaves aged 12 to 30. Okay, so they were mostly teenage girls. We just didn't have anyone who's over 20. Und Fun Fact: Bevor Nord- und Südkorea getrennt war, haben diese Gleise bzw. der Zug da hinten auf den Gleisen. Was meint ihr, wie weit konnte man damit fahren? Was war das Endziel? Drückt mal Pause, ich gebe euch 10 Sekunden Zeit.
Ja, diese Gleise haben vor der Trennung Koreas bis nach Lissabon, Portugal geführt. So, ich habe mich jetzt gut versteckt, weil es so kalt ist. Aber bisher, unsere Gruppenleiterin Erika, sehr, sehr gut. Perfektes Englisch, sie hat es gut organisiert. Sie gibt uns genau diese Hinweise, die wir brauchen, wann wir uns wie wo treffen, wie viel Zeit wir wo haben. Es ist kein Rushen wie in anderen Touren bisher. Also die Tour bisher perfekt organisiert, gefällt mir total. Das ist nordkoreanisches Bild. Das hier ist so ein amerikanisches Memorial, weil im Koreakrieg haben, glaube ich, hat sie gesagt, 1,3 Millionen Amerikaner mitgekämpft. Als Andenken haben die hier dieses kleine Memorial errichtet für die Amerikaner. So, Freunde, das war jetzt hier der Imjinak Park. Und ich glaube, jetzt geht es dann an den nächsten Spot. Wir werden, glaube ich, 4 oder 5 Spots werden wir hier abfahren. Ja, gefällt mir, sehr interessant. Cooler Guide. Wir gehen zum Bus und warten darauf, dass Teil 2 beginnt. Ja. Zweiter Teil ist jetzt, wir besuchen den Third Tunnel und vorher gibt es noch ein Propaganda-Video irgendwie. Mal schauen, was das wird. The world's only demilitarized zone, DMZ, is a place that bears the tragedy of the time in the past. So, was jetzt bevorsteht, wir gehen in einen Tunnel. Hier gibt es offiziell 4 solche Tunnel. Die haben die Nordkoreaner gebaut, um Südkorea anzugreifen. Und den Third Tunnel, so heißt der, haben sie nur gefunden, weil ein nordkoreanischer Flüchtling das denen verraten hat. Und es kann sein, dass es hier noch weitere Tunnel gibt, wissen sie nicht. Aber die Tunnelsysteme sind sehr groß und im Video hat der Franz auch gesagt, dass da Platz für rund 30.000 Soldaten ist, die Südkorea angreifen könnten. Also ja, wir machen jetzt hier noch ein paar Fotos am Eingang und dann geht's auf einen Hike in den Third Tunnel. 358 meter first, okay? This part was dug by us, but like I said, it's 27-story building. Up and down. When we walk down from here, the real North Korean tunnel starts. Okay? So total length of the tunnel is 1635 meter. Das war's jetzt leider mit der Kamera. Wir müssen unser ganzes Zeug abgeben. Wir dürfen in den Tunnel nicht mit Elektrogeräten und wir müssen Mützen ausziehen, weil wir Helme anziehen müssen. Also leider gibt's halt nichts zu sehen, aber ich berichte danach. Wird mit Sicherheit eine gute Erfahrung. Okay, wir sind durch. Im Third Tunnel war sehr interessant, echt cool. Ich habe mir, glaube ich, alle Millionen Mal meinen Kopf angeschlagen, aber dort herrscht Helmpflicht, Gott sei Dank. Weil sonst hätten einige, du hörst das ständig scheppern, weil die Leute sich den Kopf anschlagen. Nicht, weil der Tunnel so klein ist, er ist relativ groß, aber die Südkoreaner haben im Tunnel ein Gestänge aufgebaut als Schutzmechanismus. Und an dem Gestänge haust du dir ständig den Schädel an und ja. Ich zeige euch das mal hier anhand dieser Karte. Also dieser Tunnel, der ist von Südkorea gebaut. Das ist einfach nur so ein Eingangstunnel. Und am Ende dieses Tunnels kommst du dann wirklich in den Third Tunnel. Und im Third Tunnel, wenn du da durchgehst, bist du bis auf 170 Meter an Nordkorea dran. Das ist die kürzeste Distanz, die man zu Nordkorea in der Tour hat. Und hier aktuell sind wir, glaube ich, irgendwas mit 200-300 Meter entfernt von der Grenze. Ja, schade, dass der zweite Teil jetzt so kurz war, aber für mich persönlich war es natürlich geil, ich war drin, war cool und ja, jetzt kommt dann, glaube ich, Teil 3. Ich glaube, jetzt kommen wir schon ans Observatory, von wo aus wir Nordkorea sehen können. Jo. Na gut, dann ziehen wir durch, auf zum nächsten Teil. Ja, also tatsächlich, wir sind jetzt hier im Observatory angekommen und jetzt haben wir einen Blick auf Nordkorea. Zum allerersten Mal in meinem Leben sehe ich es mal in real. Verrückt, verrücktes Gefühl, Hammer. Also, schauen wir uns das Ganze mal hier an.
Freunde. Das war's hier oben am Observatory. Coole Erfahrung, leider ist es ein bisschen benebelt. Man sieht nicht so gut. Ich habe versucht, Aufnahmen zu machen, Fotos zu machen, aber die Sicht ist nicht gut. Ja, aber mein Gefühl bleibt, es ist irgendwie verstörend, beängstigend, aber geil, dass ich die Erfahrung hier mitmachen konnte. Hier im Hintergrund seht ihr, da ist Nordkorea. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt schon war oder nicht. Falls wir fertig sind, sage ich jetzt schon mal ciao, wir sehen uns später wieder. Ich habe für heute auch nochmal was geplant. Und ja, da wird es auf jeden Fall nicht so grau und trist wie hier, sondern da wird es richtig, richtig bunt. Also, wir sehen uns und bis später. Okay, halt, stopp. Es gibt jetzt doch noch ein letztes Event. Wir sind hier, Unicorn Village. Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausspreche. Und ja, ganz allgemein, wir befinden uns hier in der demilitarisierten Zone. Aber in dieser Zone gibt es auch Menschen, die leben, wohnen, arbeiten. Diese Menschen hier, die haben hier so ein paar Sonderrechte. Die zwei größten Benefits, hat sie gesagt, sind, sie müssen nicht zum Militär und hier ist alles steuerfrei. Und die sind auch ziemlich bekannt für Schokolade und Eis. Diese Schokolade möchte ich mal probieren. Die gibt es in vielen Geschmackssorten. Einige sind eklig, einige sind gut. Ich schaue, dass ich eine gute erwische und dann berichte ich mal. Die Orangen, ja, soll die eklige sein. Ich glaube, die probieren wir hier mal. Green Bean. Dann probieren wir mal die Schokolade. Korea Premium Green Bean. Ich bin schon so dumm, das Ding aufzumachen. So. Oh mein Gott. Sieht so schmutzig aus, die Farbe. Dann probieren wir es mal. Oh nee, schmeckt gut. Erinnert mich total nach M&M. Passt. Ein guter Snack. So, aber jetzt war's das. Wir sehen uns später am Abend wieder. Also, ciao, ciao. Und was hier natürlich, ich würde ja nicht fehlen darf, ist die Spielhalle. Hier gibt's, glaube ich, eine ziemlich große Spielhalle. Da schauen wir jetzt rein. Und dann, ja, dann war's das mit Seoul. Und wir ziehen morgen weiter in die nächste Stadt für das Fußballspiel. Endlich. Also, viel Spaß mit der Spielhalle. So, Schababs, da brennt die Kreditkarte, glaube ich. Also, das war eine geile Spielhalle. Aber das war's jetzt, Seoul. Wir quitten Seoul und wir werden morgen in Busan spawnen. Aber mehr dazu machen wir dann, wenn es soweit ist. Also, wir sehen uns in Ulsan. The little boy from Neumarkt. On behalf of every little boy. Okay, Freunde, es ist soweit. Wir fahren heute ins Stadion. Wir haben nicht nur die Champions League bei uns in Europa. Die Champions League wird auch hier in Asien gespielt. Asian Champions League ist aufgeteilt in West und Ost. West mit saudi-arabischen Ländern und Ost mit den asiatischen Ländern. Ich habe Tickets, jetzt geht's ins Stadion. So, und an der Stelle muss ich ein riesiges, riesiges Dankeschön an Anna ausrichten, Südkoreanerin, die ich vor kurzem erst in Lombok in Indonesien kennengelernt habe. Ich kann euch hier mal ein Bild von ihr einblenden. Ich habe da schon mal was in meiner Story gepostet. Riesiges Dankeschön, Props gehen raus, Kuss. Ohne dich wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und by the way, hey, schaut euch mal mein Outfit an. Ich finde, für so einen Zigeunerreisenden, wie ich es bin, finde ich das schon richtig, richtig fresh. Okay Leute, aber der Reihe nach. Wo bin ich? Wo war ich? Ich bin jetzt vom Norden Südkoreas, Seoul, bin ich mit dem Zug nach Südosten gefahren, in die Stadt Busan. Busan, weiß ich, habe ich ein bisschen Spots gegoogelt, ist eine wunderschöne Stadt. Was ich auch schon sehen konnte, ist eine Traumstadt. Aber ich habe keine Zeit, Busan zu traveln. Es tut mir leid, sorry an alle meine Freunde, die ich nicht gemacht habe. I'm sorry. Ich bin jetzt hier schon außerhalb von Busan
Und gleich geht's in die Stadt Ulsan, wo wir das Spiel Ulsan HD, also Ulsan Hyundai FC gegen Vanforred Kofu schauen werden. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Spiel. Erkläre ich euch aber gleich. Okay Leute, hier sind jetzt zwei ganz, ganz süße Japaner. Die sind extra aus Japan gekommen, um Kofu anzufeuern. Und die überfalle ich jetzt und frage sie mal, was deren Prediction ist. Hello, what is your name? My name is Koichi Takeda. Okay, you're from Japan? Yes. Today's match, Ulsan against Kofu, Champions League. Who will win? Vanforred Kofu. Kofu. What's the score? 1-0. 1-0. Who will score? Which player? Utaka. Utaka? Yeah. Peter Utaka? Yeah. From Nigeria? Yeah. Old man? Yeah. Ich schwöre, 2000 Euro Kamera und so dumm zum Aufnehmen. Okay, Freunde, ich bin jetzt angekommen, direkt hier schon vom Stadion, eine große Schüssel. Wieso ist das Spiel besonders? Ja, es ist Champions League, auch hier in Asien wird Champions League gespielt. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, Al Nassr, Cristiano, Mr. Champions League hat gestern schon gelocht. Hier wird auch Champions League gespielt und das Spiel ist besonders, oder besonders besonders, weil hier spielt Ulsan Hyundai FC. Das ist der Back-to-Back-Meister in Südkorea gegen Vanforred Kofu. Und Kofu hat sich für die Champions League nur qualifiziert, weil Pokalsieger Japans qualifiziert sich auch für die Champions League. Die sind Pokalsieger. Als Pokalsieger spielen die Champions League. Aber wisst ihr, was das Besondere daran ist? Kofu spielt in der zweiten Liga. Und ich wollte unbedingt auf dieses Spiel. Ich hatte geplant, das Spiel in Japan zu besuchen. Hat aber nicht funktioniert. Südkorea habe ich gar nicht daran gedacht. Das Stadion, der Ort liegt hier relativ abgelegen. Ich habe mich jetzt dann vor ein paar Tagen doch dazu entschieden, das zu machen. Jetzt sehe ich genau diese Kofu-Mannschaft, zweite Liga aus Japan gegen den Back-to-Back-Meister. Ich muss mir jetzt mein Ticket abholen. Oh, es fängt an zu regnen. Ich bin jetzt hier schon auf dem Gelände. Tickets hat geklappt. Jetzt überfalle ich einfach mal ein paar Leute und frage sie nach der Score Prediction. Aber es ist schweinekalt. Fuck, man. Hi, what is your name? Leo. You are from? Japan. Yamanashi. From Japan. Yeah. Today's match, Champions League, Ulsan against Kofu. Who will win? Kofu. Kofu. What's your score prediction? 2-0 Kofu win. 2-0 Kofu. Who will score? Peter Utaka. He's a good player, Peter Utaka. Hey guys, what is your name? My name is Sota. What is your name? My name is Natsuki. Natsuki, you are from Japan? Yeah. You are supporting Kofu, right? Kofu. Kofu. We are Kofu. What is your score prediction for tonight? 3-1. 3-1? 3-1. Okay, your prediction? 1-0. 1-0 Kofu? Yeah. Okay, and tell me about Kofu. Who's your best player? I think Vanforred Kofu legend Yamamoto Hideomi. Okay. 42 years old? About 42 years old. Yeah, crazy. Crazy. Okay. My name is Andy. Nice to meet you. 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 Enjoy the match tonight. Yeah. Bye. Hello. Hello. What is your name? I'm Noriko and Chiharu. You are from Japan? Yes, I came from Japan. Today and yesterday. Today and yesterday, yeah. Okay. And which city? Vanforred Kofu. What is your score prediction for tonight? 1-2-0. 1-0 for Ulsan. You're right! And his name is John C. No! Okay. Vanforred Kofu. 1-0 Kofu. Yeah. Okay. Thank you very much, girls. You're welcome. My name is Andy. I'm from Germany. Oh. What is your name? 10-year-old. Kyungwon Lee. And yours? Kono Kim. Okay, nice to meet you. Nice. Today, AFC Ulsan against Kofu. Yes, yes, yes. What is your score prediction? 3-1. 3-1? 4-1. Last one? I'm 2-0. 2-0. Okay. And what is your favorite player worldwide? Heung-min Son. Lionel Messi. Messi. Gerard. Gerard. Steve Gerard. Steven Gerard. Okay. Messi or Cristiano? Lionel Messi. Messi. Lionel Messi. Soon. No.
Okay, boys, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Enjoy the game. Okay, thank you. Okay, aber ich muss sagen, der Vibe gefällt mir hier. Vor allem die Japaner, alle sehr nett. Habe ich schon große Vorfreude auf Japan, weil ich drop's jetzt einfach. Ich fliege jetzt dann in 1,5 Tagen, morgen Nacht, nach Tokio. Und da steht auch wieder was an, was Wildes. Was erwarte ich heute vom Spiel? Ich erwarte ein halbleeres Stadion. Ich glaube, da wird nicht so viel los sein. So, und da gibt es zwei Spieler, die habe ich mir mal aufgeschrieben. Nummer 18 von Kofo, Yu, hat letztes Jahr, glaube ich, die Toya-Kanone geholt. Bei Kofu gibt es, den haben wir schon gehört, diesen Utaka. Das ist bodenlos. Das ist ein 40-jähriger Nigerianer. Und der hat in dieser AFC-Season, in 6 Spielen, hat er 3 Tore gemacht. Also der weiß auf jeden Fall, wie man knipst. Er hat die Erfahrung. Und ja, auf die zwei werden wir mal schauen. Ich habe mir auch mal kurz die südkoreanische Liga angeschaut. Da ist der Modus ganz anders als bei uns in Deutschland. Und ich glaube, dieser Modus wurde mal vor ein paar Jahren auch für Deutschland so ein bisschen diskutiert. Da im Zuge der FC Bayern-Dominanz haben ja einige Experten gefordert, ja, wir müssen das umstellen. Und ich glaube, ein Vorschlag war ähnlich so, wie es hier läuft. Und hier läuft es so, die haben hier eine Regular Season. Ich glaube, die sind nur 12 oder 15 Mannschaften, sind weniger Mannschaften, kleinere Liga. Und die spielen alle gegeneinander ganz normal. Und danach, wenn das fertig ist, wenn die Regular Season vorbei ist, wird aufgeteilt. Die obere Hälfte der Tabelle spielt den Meister aus in einer weiteren Doppelrunde. Und die untere Hälfte spielt in einer weiteren Doppelrunde den Absteiger aus. Und in den letzten beiden Jahren war Ulsan jeweils Meister. Es ist zweite Liga, also einfach geisteskrank. Champions League, stell dir mal vor, der Club würde Champions League spielen gegen Real Madrid. Zweistellig. Zu allen Fans. Hat Hyundai genauso gemacht. Kofu will sie nicht verstecken. Die haben keine Angst, die spielen drauf los. Ulsan, schaut zu. Ulsan nimmt das Heft in die Hand. Sie spielen gepflegten, abwartenden, ruhigen Fußball. Gefällt mir. Ziemlich kontrolliert. Gute Flanke. Das war genau die Nummer 18, der letzte Torschützenkönig geworden ist. Boah, stark geklärt von dem Innenverteidiger. Okay, bisher gut gespielt. Hoch von einige kleine, wendige Spieler, die die großen Schwarzen verrückt machen. Leck mich fett. Krasser Antritt von dem Spieler da hinten. Aber der fette 51er ist nicht reingekommen.
Also Kofu hat krasse Außenspieler, die sind wirklich heftig. Klein, wendig, schnell. Damit kommt Ulsan in Schwarz gar nicht klar. Heftige Chance, zweite riesige Chance, Latte. Zum zweiten Mal Aluminium. Der 66er hier, der kennt sich gar nicht aus. Ein bisschen glücklich, aber der blinde 66er hat gut reingeflankt, Torwart schwach abgewehrt und der Ulsan-Spieler staubt mit dem Kopf ab. Aber nichtsdestotrotz ist ein ausgeglichenes Spiel. Kofu ist gut drin, also Spiel komplett auf Augenhöhe. Nach einem Riesenfehler von Ulsan hat Kofu das gut ausgenutzt, aber der Spieler vom Tor kläglich. Junge, Junge, Junge. Kauft mich ein, es wird 1-1 stehen. Okay, Ulsan macht es gerade eben zu einem Trainingsspiel in den letzten 1-2 Minuten. Natürlich hat die Nummer 18 geschossen, der beste Torschütze. 2-0. Also Halbzeit ist. Kofu hat jetzt auf den letzten 10 Minuten alles gespielt. Die haben eigentlich so gut gespielt, waren voll drin. Aber jetzt in den letzten 10 Minuten haben sie den Faden verloren. Waren auch deutlich schwächer. Ulsan hat jetzt in den letzten 10 Minuten aus dem Champions League-Spiel ein Art Trainingsspiel gemacht. Jetzt in der zweiten Halbzeit spielt Ulsan mal auf die eigene Fankurve. Also ich glaube, da ist nichts zu holen. Okay, zweite Halbzeit läuft. Jetzt bin ich hier im Ultra-Fanblock. Gut gemacht, bisschen verkrampft, aber gut. Der 40-jährige Peter aus Nigeria auch mit drin. Top-Torjäger von Kofu, aber der wird das Ruder auch nicht mehr rumdrehen können. Das Spiel ist durch. Einbahnstraßenfußball von Ulsan und Kofu hat nunmehr keine Chance. Ist vorbei. Aus Ulsan, Spiel ist vorbei, 3-0 rasiert. Kofu am Ende gar keine Chance, nichts zu melden. Abflug nach Japan. Ich komme mit und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog in Japan wieder. Ciao!